Wie du den leckersten türkischen Reis der Welt hinbekommst, der ist total fluffig und überhaupt nicht klebrig. Der wichtigste Schritt ist es, die Stärke aus dem Reis zu spülen. Das Wasser, das vorher so trüb aussieht, sieht dann nach dem Spülen so aus. Als nächstes etwas Sonnenblumenöl im Topf erhitzen und die berühmten Fadennudeln dazugeben. Die müssen einfach bei jedem türkischen Reis dabei sein. Wenn sie dann goldbraun sind, so wie hier, könnt ihr auch schon den gewaschenen Reis mit dazugeben. Und den müsst ihr unbedingt 2 Minuten lang anrösten. Bei der Wassermenge machen leider die meisten den Fehler, dass sie zu viel nehmen. Nehmt ein volles Glas und ein Dreiviertelglas. Mehr braucht ihr nicht. Anschließend noch salzen mit einem guten Teelöffel Salz, das Ganze umrühren und bei niedriger Stufe 20 Minuten lang garen. Und weil es so unfassbar einfach ist, zeige ich dir heute...